Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate im Stern der irrenden Lichter-Modus. Wir kämpfen heute gegen Vega. Mit Aethernite. Die Musik ist mega geil. Sprungkraft verringert. Okay, Ausdauer-Smash, also KP. Springt so häufig. Ja, das passt mir nicht, aber gucken wir mal. Ob wir das machen können. Vega fand ich früher in Street Fighter immer mega cool. Ach, Link. Stimmt, ich bin ja Link. Aber Link hat einen guten Smash nach oben. So. Wenn der aufspringt. Mein Gott. Minimal nervig. Ach, verdammt. Ich bin echt froh, wenn wir mal Charaktere in dem Modus bekommen, die ich auch besser kann. Oder besser meinem Moveset entsprechen. Link gehört nicht dazu. King K. Rool zum Beispiel finde ich ganz cool. Oh nein. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass der richtig spät kommt oder gar nicht. Oh oh. Kannst du bitte nicht deinen Smash machen? Mein Gott. Hat sich selbst umgebracht. Nice. Auch schön. Warum auch immer er sich jetzt selbst umgebracht hat. Weil sein B nach oben müsste er doch noch... Obwohl, sein B nach oben ist zum Retten. Scheiße. Hat er nicht den gleichen wie Kirby? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir weiter. Sagat mit Ryu. Okay. Hier, Chun-Li hat man gerade gesehen, habe ich schon entwickelt. Weil ich hier ausgehe, natürlich auch Geister sammeln und so. Würfel hoch, Ausdauer hoch, okay. Machen wir Sagat, machen wir damit Link. Gegner Superrüstung, Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Ugh, und Kap. Macht der jetzt schon Bock. Und Sprungkraft verringert, weißt du? Er macht aber nichts. Hä? Habe ich ihn verbuggt? Was war das denn? War er jetzt verbuggt? Habe ich ihn verbuggt? Der hat nichts mehr gemacht? Vielleicht war es ganz gut, dass ich mich nicht mehr bewegt habe. Ich weiß es nicht. Anscheinend war das gut. So, wo kommen wir hin? Ah, das sieht nach... Dings aus. Oh, beißen. Okay, ich hätte jetzt nicht beißen, sondern ich hätte erwartet, dass da... Wieso ist denn hier nie einer? Sind das die, die ich schon... Ach, das sind die, die ich schon gemacht habe. Ich bin einmal durch. Ah, nice. Okay, cool. Oder? Dann gehe ich wieder rum. Beißen ist der letzte tatsächlich. Okay. Ja, 4 Sterne im Beißen. Der Gegner reflektiert Geschosse. 13.600. Angriffsschwäche, Angriffsstärke. Was? Was ist denn jetzt? Angriffsstärke oder Angriffsschwäche? Nehmen wir Gomorra. Spannend. Oh, Ganondorf ist immer kacke, Mann. Gegen den zu kämpfen. Sprungkraft verringert ist okay. Ich darf ihn halt nicht beschießen, Bomben bewerfen und er wird mich sowas zerstören. Wollen wir mal testen. Nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, das war leichter als gedacht. M-Beißen. Ziehangriffe hoch. Okay. Gut. Damit hätten wir die Street Fighter-Sektion, glaube ich, beendet. Es sei denn, jetzt tauchen noch mehr auf. Ah. Schalten wir jetzt Ken oder Ryu frei? Ryu. Okay. Dann haben wir es doch noch nicht beenden. 7000, Spezialangriff, 0% Kraft hoch. Wird nicht lange halten, aber kann man ja mal machen.
Auf seiner Map auch? Jawoll. Schön auf der Omega-Map. Der war schön. Der war schön. Kommst nicht mehr hoch. Haha. Jawoll. Der war schön. Rio kämpft nur mit. Ich glaube, Rio hatte ich leider schon freigespielt. Bin mir nicht sicher. Shakunetsu Hoduken. So, wo kommen wir hin? Wieder zurück. Ah ja. Okay, damit hätten wir diese Abteilung abgeschlossen. Und wir können... Das ist echt mies. So, wir können hier hoch. Okay. Porenta mit Falcon. Falco, nicht Falcon. Oh nein, das ist die Map, die scrollt. Hat aber nur 1800 Stärke, der Geist. Okay, dann machen wir Falco mal fertig. Ah, nee, ist doch nicht die Scroll-Version. Okay, easy. Was war das denn? Gut. In Kontan stand auch, level die nicht sofort auf 99, die Geister, weil dann kriegst du noch mehr Sachen, wenn du unterlegen bist. Ja, okay. Aber eigentlich ist es mir wichtiger, gut durchzukommen. Und das ganze Gefarmel geht eh erst hinterher los. Wo ist denn hier? Brittany aus Pikmin 3. Football Chuck. Okay, machen wir Brittany. Irgendwas noch höher? Wir können Beißen nehmen. Okay, Speisestärkung hoch ist jetzt nicht so wertvoll. Achso, wir kämpfen gegen Alf mit Brittany. Ja, klar. Weil Brittany gibt es ja nicht jetzt. Obwohl, gibt es Brittany als Skin? Nee, ne? Sonst würde sie, glaube ich, als Geist geben. Nicht als Geist geben. Oh, doch. Speisestärkung war sehr gut. Diese Pikmin, ne? Gib mir mal das Essen hier. Oh, gib mir das Essen halt nicht. Oh, dass der die werfen kann. Wie der mich anzündet die ganze Zeit, aber es hat mich nicht gejuckt, deswegen habe ich mich mal nicht dran gestört. Ach, come on. Hat er verkackt? Nein, leider nicht. Boah, ist der nervig. Schafft das? Ja, leider. Nein. Nicht gut. Oh, lol. Doch gut. Wie die Pikmin ihm Essen bringen. Hallo, ich bin raus. Was ist so los? Okay, mach ich jetzt. Verdammt! Vergesst immer, dass sein Pfeil so straight nach vorne ist. Hat er mich jetzt... Oh mein Gott. Revanche. Leider ist es nicht möglich, im Wasser dieser Stage zu schwimmen. Ja, das dachte ich mir schon tatsächlich. Das wird einem aber auch irgendwie so übermittelt, dachte ich. Hä? Hat man Smash... Oh. Erstmal essen, damit er das nicht alles isst. Können wir die Pikmin bitte erschlagen? Aua. Oh, was? Wie macht er das denn? Ein bisschen Milch. Ob er... Oh, der war nice.
bekommen. Was zur Hölle? Ich hatte 70% oder so. Und dann kommt er auf einmal mit so einem Smash nach rechts. So, den gelben oh, den roten auch erschlagen. Nein. Erstmal alles essen. Okay, jetzt keine Pikmins mehr. Jetzt hat er sich wieder geholt welche. Alter. Olima ist so nervig. Yes, endlich. Also Alf, Olima sind die gleichen im Grunde. Oder ist Alf gleich wie Olima? Ich weiß es nicht. So, dann können wir uns hier die Kiste schon mal gönnen. Mit 10 Lernjuwelen. Sehr nice. Du siehst Pilze, die dir als Brücke dienen könnten. Vielleicht kann sie ein Magiekundiger wachsen lassen. Magiekundig. Das heißt, in dem Bereich kriegen wir einen Magiekundigen. Psychiflux. Football Chuck ist nicht magiekundig, aber den müssen wir klatschen. Aber wir können auch noch unseren Wissensbaum erweitern. 48 haben wir. Schlag-Items. So. Im Grunde will ich den ganzen Baum ja voll haben. Und im Grunde müssen ja eigentlich alle 100 Charaktere, die wir spielen können, auch hier in dem Modus vorkommen, ne? Da ist ja noch viel zu tun. Minerva. Lipstick und 0% Kraft hoch. Nintendo Scope. Oh, der hat mir schon oft geholfen. Nehmen wir den mal. Natürlich ist es Wario. Ach du Scheiße, es ist nicht nur ein Wario. Ach du Scheiße. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Was macht ihr denn? Der war sehr schön. Einer ist weg. Okay, cool. Ich wollte sagen, er ist auch voll auf der Mine drauf. Das heißt, er müsste gleich drauf gehen. Er hat sich geschafft, jawohl. Sehr schön. Ja, so viele Belohnungen habe ich jetzt auch nicht gekriegt, ne? So vom Level unterlegen, ja, aber... Hm. So, Magiekundiger. Don Bongo. Ich glaube, Don Bongo ist nicht magiekundig. Du bist magiekundig. Als ob ich hier direkt Football Chuck vorgeschlagen kriege, dann nehmen wir... Ballrock. Ob ich mit Ryu mal kämpfen sollte? Ich weiß nicht. Mit Ryu kam ich, glaube ich, nicht so gut klar. Mit Ryu habe ich auch nicht so viel gespielt. Oh, lol. Und... Bam! Nice one. Ach, verdammt. Ah, shit. Das hat mich getroffen. Oh, nice. Bevor er mich damit trifft. Grill. Heißt die echt Grill? Mein Gott. Ein echtes Grill. Kriege ich jetzt die Anzeige, dass ich da irgendwas wachsen lassen kann? Nee, krieg ich nicht. Warte mal. Nee, ist nicht magiekundig genug anscheinend. Na gut. Shiggy. Pokémon-Trainer also. Die Musik so.
Das ist Pikmin-Musik, ne? 50 KP. Er ist golden. Ja, da. So, ruhig weitermachen. War jetzt irgendwie Banane? Aber okay. Macht immun gegen Klebeböden. Sowas brauche ich ganz viel. So Immunsachen. Immun gegen Feuerboden, immun gegen Klebeboden. Alles gut. Immun gegen Giftboden bräuchte ich noch. Das sind nämlich immer so die Stages, die einen die meisten Probleme machen. Master Belch. Ich glaube, der ist aus Earthbound. Ja. Earthbound habe ich nie gespielt, aber soll ein super Game sein. Vielleicht, wenn mal ein Remake kommt. Ich glaube nicht, dass Nintendo dieses Franchise einfach so liegen lässt. Lass den Lipstick mal liegen. Ist das hier Matsch? Klebeboden? Oh Gott. Abwehrschwächer, ja danke. Achso, es sind aber keine KP-Kämpfe. Okay, das ist schon mal gut. Dann geht's ja. Einfach nur die Smashes smashen. Bei manchen Geistern geht das ganz gut. Master Belch. Ein Profi-Geist. Sehr gut. Ich muss auch so viele Charaktere freischalten, Mann. Und noch ein Aerial. Falsche Rabbit. Oh, das wird ein ekliger Kampf, glaube ich. Was haben wir hier oben? Blaze a Cat. Okay. Don Bongo. DDD. Wo ist Don Bongo denn her? Yoshi's Island, oder? Bereit? Los! Kannst du nicht einfach runterfallen? Lass das. Ah, das ist zu hoch. Ich treff's nicht. LOL. Was war das denn? Er ist einfach runtergefallen. Schön. Gibt nichts Schöneres als Gegner, die sich selbst ausschalten. Ah! Du siehst magisch aus. Tür ist zu, aber dann kriegen wir hier den dritten Schaf freigeschaltet, der hier war. Danke, komm, let's go. Gegen Zelda. Bereit? Los! Weg. Nerv mich bitte nicht. Alles, was ich will, ist Zelda rausprügeln. Ich weiß, es ist nicht links seine Art. Lande da. Perfekt. Ich muss beide raushauen. Das ist natürlich kacke. Oh, bevor seine Axt getroffen hat. So. Der Mine ist immer sehr gut, wenn ihr drauf landet. Marv. Okay, dann kämpfen wir jetzt gegen Marv. Und schalten ihn frei. Leider habe ich den schon freigeschaltet für so ein normales Smash. Aber dann haben wir den hier von der Map. Bereit? Los! Aua.
Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg weiter. Schafft er nicht mehr. Nice. Gewonnen. Marv kämpft nun mit. Sehr gut. So. Hätten wir das Podest hier komplett clean. Das ist doch mal was. Da geht's nicht weiter. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie mal einen Magier finden, der die Pilze hier wachsen lassen kann. Eigentlich wird einem das ja angezeigt, sobald man einen Charakter hat, der das kann. Rabbit Kong. Hasen Donkey Kong. Oh nein. Das heißt, stärkere Armangriffe für Gegner. Das ist nicht gut. Das heißt, der hüpft viel. Oh nein, das ist die Scroll-Map. Ja, verzieh die aus der Map. Wie schnell der auch immer wieder da ist. Tschüss. Rabbit Kong. Ein bisschen Geld und GP sammeln. Ich habe viel ausgegeben in der Geistertafel. Mit dem klassischen Modus braucht man ja das Gold. Pac-Man! Ob ich den noch hinkriege, weiß ich nicht, aber ich liebe Pac-Man. Das wird gut. Guck mal, der kriegt keine roten Augen. Doch, kriegt er. Er hat natürlich richtig fiese Tricks drauf. Oh, schade. Schafft er das noch? Er kann noch hüpfen? Ja, schafft er. Jetzt nicht mehr. Pac-Man freigespielt. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Pac-Man, da freue ich mich drauf. Haben wir hier einen Magier? Was passiert? Hallo? Neues Licht, das mir den Weg versperrt. Oder so. Wie viel wir von der Map schon freigeschaltet haben. Und die ist noch viel größer, ey. Okay. Was haben wir hier? Minsel? Sakura. Okay, warte mal. Wir müssen erstmal hier in den Wissensbaum. Ja, nämlich 35. Und wir können Item-Heilkraft verstärken. Dann können wir den Kämpfer mal ändern auf Pac-Man. Pac-Man. Das ist zumindest mal ein Char, den ich gerne gespielt habe. Mit den schwarzen Armstulpen. Oder den Kochhandschuh. So. So. Pac-Man, Sakura, 3 Sterne. Wir machen erstmal den 1-Sterne-Geist hier. Laufrahme hoch. Okay. Laufrahme benutze ich gern. Muss ich erstmal klarkommen. Vor allem gegen den kleinen Mr. Game & Watch. Obwohl, klein ist gut. Aber es kommen 9 Stück. Okay. Bereit? Los! Okay. Genau, man kann ja so. Die dürfen halt alle ihre 9 nicht bekommen.
So, jetzt. Ich muss die alle mal nach oben schlagen. Danke. Aua. Äpfel. Na, Heilung. Nice. Oh, warte mal, der Smash ist natürlich mega geil. Kann man so ein bisschen steuern. Ach komm, es ist nur noch einer. Zack, jawoll. Nice. Fliegengewicht. Ja, das wollen wir nicht. Nicht hier. Nicht gerade. Später vielleicht. Was decken wir hier auf? Wo können wir hin? Strange Love. Wo ist er denn her? Metal Gear Solid. Ah, okay. Fire Emblem. Okay, das machen wir aber im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part mit Pac-Man. Machen wir dann hier die Welt weiter unsicher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.